5 Zeichen, dass ihr Blutzucker hoch ist und 5 Diabetes-Symptome. Das erste, was den Menschen in den Sinn kommt, wenn die Diskussion über Gesundheit und hohen Blutzucker angesprochen wird, ist Diabetes. Es ist ein extrem gefährlicher und tödlicher Zustand. Aber lange bevor das Individuum mit ihm diagnostiziert wird, gibt er Körperzeichen ab, dass ihr Blutzuckerspiegel sehr hoch ist. Da die Ernährung vieler Menschen aus künstlichen und verarbeiteten Lebensmitteln besteht, nimmt die Zahl der Menschen, die unter hohem Blutzucker leiden, dramatisch zu. Der einzige Weg, dem Einhalt zu bieten, besteht darin, uns selbst zu erziehen und auf die Zeichen zu achten, die der Körper uns liefert. Das wird uns helfen, so gesund wie möglich zu bleiben. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was die wichtigsten Anzeichen für hohen Blutzuckerspiegel sind, wie zum Beispiel Symptome, auf die Sie achten sollen, wenn Sie denken, dass Sie Diabetes haben können. Erstens, Extradurst steigt und mehr als gewöhnlich zu urinieren. Dies ist ein häufiges, aber nicht so offensichtliches Zeichen von Blutzucker, das zu hoch ist. Sich wirklich durstig fühlen und mehr trinken müssen als üblich. Übermäßiges Wasserlassen, bekannt als Polyrie, tritt auf, wenn sich Glukose im Blut ansammelt und ihre Nieren beginnen, härter zu arbeiten, um die zusätzliche Glukose loszuwerden, sagt Zanini. Wenn ihre Nieren nicht mithalten können und den Blutzucker so anpassen können, dass er auf ein normales Niveau zurückkehrt, wird der überschüssige Zucker durch Urin aus dem Körper gespült, fügt sie also weg. Sie können dehydriert werden und schwindelig werden. Zweitens. Sie haben spürbar verschwommenes Sehen und häufige Kopfschmerzen. Sie können feststellen, dass Ihre Vision nicht mehr so klar ist wie früher und dass die Dinge etwas verschwommener erscheinen können. Laut dem Joslin Diabetes Center in Boston können hohe Blutzuckerwerte zu geschwollenen Linsen im Auge führen, da die Flüssigkeit einsickert. Dies ändert die Form der Linse, wodurch sie nicht richtig fokussieren kann, was zu verschwommenen Sehen führt. Sie können auch bei der Arbeit kämpfen, Schwierigkeiten beim Fahren haben und unter anderem häufigen Kopfschmerzen leiden, bemerkt Emanuel. Geschwollene oder blutende Zahnfleisch, die ihr Infektionsrisiko erhöhen. Zahnfleischerkrankungen sind eine Komplikation von Diabetes, stellt das National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease fest. Es kann auch Diabetes schwieriger kontrollieren, weil die Reaktion des Körpers auf Infektion ist, mehr Glukose in den Blutkreislauf freizusetzen nach der ADA. Viertens, Sie bemerken Kribbeln und Taubheitsgefühl in Ihren Händen oder Füßen. Wie bereits erwähnt, unkontrollierter Blutzucker kann Nervenschäden verursachen, auch bekannt als diabetische Neuropathie. Was Sie bemerken, ist ein Kribbeln oder sogar Taubheitsgefühl in Ihren Händen und Füßen. Einige Menschen erleben Schmerzen in ihren Händen und Füßen. Obwohl Neuropathie am häufigsten bei Menschen, die Diabetes für eine lange Zeit hatten, auftritt, kann es auch bei jedem mit schlecht kontrolliertem Diabetes auftreten. Fünftens, Sie entwickeln Wunden, die dazu neigen, langsamer als üblich zu heilen. Schnitte, Kratzer, Prellungen und andere Wunden heilen langsamer in Gegenwart von unkontrolliertem Blutzucker. Dem National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetes verursacht Nervenschäden und beeinflusst die Durchblutung, vor allem in den Unterschenkeln und Füßen, was die Heilung verzögern kann. Weil es nicht genug Blutfluss in die Gegend gibt. Auch kleinere Wunden sind anfälliger für Infektionen, die sehr ernst werden können und sogar zu Amputationen des Fußes führen können. Nun, da Sie über einige Anzeichen wissen, dass Ihr Blutzucker wahrscheinlich zu hoch ist, hier sind einige Symptome, auf die Sie achten sollten, dass Sie Diabetes haben können. Erstens, übermäßiger Durst. Wenn die Glukose nicht richtig verwertet werden kann, sammelt sie sich im Blut an, was zur Austrocknung des Körpers führen kann. Dadurch verändert sich die Speicherbildung und es kommt zu großem Durst. Zweitens, langsame Wundheilung. Eine schlechte Wundheilung oder Hautgeschwüre können ebenfalls Anzeichen für Diabetes sein. Harnwegsinfektion. Wenn der Organismus die Fähigkeit verliert, die Glukose im Blut richtig auszuwerten, wird das Immunsystem geschwächt. Auch die Nieren leiden daran und sind anfälliger für Infektionen. Viertens, Probleme an den Füßen. Diabetiker müssen ihre Füße ganz besondere Beachtung schenken. Es kommt häufig zu Durchblutungsstörungen, Flüssigkeitsretention und anderen Anzeichen, die eine Behandlung erfordern. Fünftens, verschwommenes Sehen. Die Austrocknung des Körpers durch den hohen Blutzuckerspiegel kann auch zu Sehstörungen führen. Häufig werden Blutgefäße geschädigt und es kommt zu einer verschwommenen Sicht.
Wenn der Verdacht auf Prädiabetes oder Diabetes besteht, solltest du auf jeden Fall eine ärztliche Diagnose durchführen lassen. Falls die Krankheit bestätigt wird, kannst du so die richtige Behandlung beginnen, um ernste Folgeschäden zu verhindern.